So, wir befinden uns gerade bei IKEA in Deutschland. Ja. Wir sind gerade bei IKEA, bei der Piefke. Ne? Ja. Man muss da sagen, es ist doch schön geworden. Ja. Ja. Immer schön. Ja. Das schau her. So schöne Dinge haben sie bei IKEA. Ja, ist schon fast so aufregend wie in Österreich einzukaufen. Bei M-Preis und Merkur. Ja. Das ist ein Computer. Naja. Das sind die Menschen. Ja. Ja. Schon beachtlich, ja. Übrigens 3 gibt es auch in Schweden, Mama. Kommt aus. Man sieht ein bisschen wirklich, kannst du dich immer ein bisschen ordnen. Ja, entschuldige. Andere Leute kennen uns schon. Ja, bis dann die andere Menschen. Nein, 3 kommt aus England und hat sich in Schweden und Österreich als Mobilfunkanbieter breit gemacht. Ja. Velkommen, das ist Schwedisch. Bloß, dass die Mitarbeiter kein Schwedisch können. Musste mal sagen zu der Frau. Grata du Svenska? Jetzt hier, ne? Ja. Gibt's hier keine Hot Dogs? Ja, ich könnte doch mal unten nach der Kasse. Ach ja. Stimmt. Nehme ich mal an, aber nur da gehen. Ja. Ja, so ist das, wenn man Kinder hat, ne? Irgendwann werden es quakig. Ja, mit Deutschen. Die Deutschen kommen auch wieder nach Österreich, habe ich gelesen, Mama. Ja? Ja, die wollen wieder kommen. Naja, ist jetzt schon noch Zeit, ne? Ja. Die Piefke wollen wieder kommen.
Ja. Ja. Das können sie auch gerne machen. Wenn die meinen. Ja, ey. So ein schwagiges Kind, ja. Ja. Ja, sicher. Sicher kommt da Freude auf. So hab ich ja auch rumgeschrien. Mama. Oder? Ja. Ja. Ja.